Hallo ihr Lieben, ich möchte euch ganz herzlich bei einem neuen Auswahlorakel begrüßen und zwar zum Thema Mutterthema lösen. Also das kann einmal bedeuten, dass ihr ein Thema mit eurer leiblichen Mutter anzuschauen habt oder dass ihr in eurer aktuellen Familie als Mutter mit eurem Kind ein Thema habt und es kann sogar beide Bereiche betreffen. Ich habe hier jeweils bereits eine Überschrift gezogen. Das wird das Hauptthema der Legung werden. Bitte entscheidet euch für ein Symbol, für die Muschel, für die Mini-Holzklammer oder für den Würfel. Und ich beginne dann die Karten live zu legen und habe einfach nur die Überschrift schon mal vorbereitet. Also, ich werde mit der Muschel anfangen. Die Muschellegung trägt die Überschrift der Engel der Sonne. Wenn du dich für diese Legung entschieden hast, dann begleitet dich dieser Engel von den himmlischen Gefilden in die Inkarnation. Und dieser Engel will ich sehr stark darauf aufmerksam machen, dass du ein Schöpfer bist und dass du dir dessen bewusst sein darfst und genau das zu lernen. Du bist weder ein Täter, du bist auch kein Opfer, du bist ein Schöpfer. Schau mal, was das mit dir macht. In diesem Zusammenhang werde ich ein kleines Kreuz legen. Und wir schauen, was sich bei dir zeigen will. Also einmal geht es darum, mit der geistigen Welt in Verbindung zu treten. Vielleicht ist dir auch schon aufgefallen, dass du das immer mehr wahrnimmst, dass es dir Spaß macht, dass du dieses Thema immer mehr pflegst und dass es dir Kraft schenkt, entweder zu beten, mit Gott, dem Universum, dem Leben in Verbindung zu treten oder auch mit den Engeln. Das wird dir eine sehr große Stütze hinsichtlich dieses Themas sein, weil es ist häufig der Fall, wenn man sich in der Ursprungsfamilie verloren fühlt, dass man einen viel besseren, schnelleren Zugang zu den himmlischen und geistigen Welten hat und ein sehr tolles Talent zum Sprachrohr zu werden, also göttliche Botschaften und Eingebungen zu bekommen. Ansonsten, wenn du momentan Probleme mit deinen Kindern hast in der Erziehung, wird es ein Segen für dich selber sein, die Engel um Hilfe zu bitten. Worum es nicht geht? Es geht nicht um einen Witwer. Das kann bedeuten, dass es hier nicht um den Vater geht, dass der nicht in dieses Thema involviert werden soll. Das kann in deiner Ursprungsfamilie jetzt Thema sein. Es kann auch sein, dass sich deine Eltern getrennt haben und dass du deswegen ein Thema mit deiner Mutter anzuschauen hast. Vielleicht hast du auch die Position des Vaters eingenommen. Das solltest du jetzt dringlich unterlassen. Wenn du als Mutter für deine Kinder schaust, dann probier einfach mal die weibliche Seite in deinem Leben stärker an den Tag zu legen. Und vielleicht nicht in Schuldanhäufungen an deinen Partner, deinen Frust ablassen, das bringt dir auch nichts. Schau einfach mal, ob du damit in Resonanz gehen kannst. Was es auf den Punkt bringt, ist das Haus. Ja, das Haus steht ja eben einmal für die Familie, aber eben für starke und gesunde Familienbande. Es kann auch sein, dass du das Thema mit deiner Mutter lösen darfst, um in deiner aktuellen Familie, in deiner eigenen Familie eben standhaft zu werden und da gesunde Verbindungen zu knüpfen, anstatt die alten Familienmuster immer wieder zu wiederholen, was niemandem etwas bringt.
Und wenn dir ein Mann einfällt in diesem Kontext, hat er mit diesem Thema nichts zu tun. Lass ihn bitte aus dem Spiel. Du wirst verstehen, was ich meine, wenn dich diese Legung betrifft. Ansonsten kann es sein, dass du damit nicht in Resonanz gehst. Es kann auch sein, dass du an ein Haus gebunden bist, an einen Platz. Schau einfach, ob du dich da wohlfühlst. Und es geht darum, Beständigkeit zu lernen, in dir anzukommen, dass du dir selbst ein Zuhause schenkst. Mutter und Vater sollen uns ja ein Zuhause schenken und wir haben viel von ihnen übernommen, unbewusst. Schau mal, was das so mit dir macht, was du da übernommen hast, ob es zu dir passt oder nicht und ob du schon zum Schöpfer geworden bist oder nicht in Begleitung mit der geistigen Welt. Dann nämlich wirst du dich verwurzeln können. Der Ausgang ist die Fröhlichkeit. Ja. Kreatives Schöpfen. Wenn ich anfange, kreativ zu werden, jeden Tag neu zu entdecken, welche Fähigkeiten ich mitgebracht habe, komme ich in die Leichtigkeit, in die Fröhlichkeit. Ich werde immer beschwingter, ich genieße die Zeit, ich komme wieder in den Genuss und in die Lebensfreude. Dann schauen wir uns von den Symbolon-Karten noch die drei inneren Persönlichkeiten an, die bei diesem Stapel die Hauptrolle spielen. Also, die innere Hauptperson ist der Franz von Assisi. Hier geht es darum, Verantwortung für die Liebe zu übernehmen. Vielleicht bist du nicht so geliebt worden, wie du es gerne gehabt hättest. Auch Verantwortung für die Natur zu übernehmen. Er ist hier abgebildet in den Feldern, in Verbindung mit den Tieren. Das heißt, deine Heilung erfolgt, indem du mit dem ganzen Universum in Verbindung trittst und verstehst, dass auch du ein Schöpfer bist. Du übernimmst die Verantwortung für dein Leben, für deinen Lebensstil, für eine neue Form der Liebe. Du wirst Liebe hier neu erfahren, weil du nichts mehr auf andere Menschen abstülpst. Vielleicht hast du das von deiner Mutter angefangen nachzuahmen. Oder du bist als Mutter für deine Kinder selbst noch ein Kind und beginnst jetzt deine Mutterrolle klar zu übernehmen. Hier kommst du durch die Natur in den Kontakt mit dir selber, durch Tiere. Vielleicht überlegst du dir auch, ein Tier anzuschaffen, möchtest aber nicht die Verantwortung übernehmen, weil du dir denkst, dann kommt noch mehr Arbeit auf dich zu. Schau mal, was diese Aussagen mit dir machen. Auf dem Weg wirst du dich wieder verbinden. Du wirst wieder Verbindungen eingehen. Du wirst dich öffnen für Verbindungen. Die geistige Welt unterstützt dich. Vielleicht hast du auch den Vater früh verloren, bist nur mit der Mutter aufgewachsen und diese Verbindung hat dir geschadet und du hast dich nicht mal getraut, Verbindungen in deinem Leben einzugehen. Also ist der gemeinsame Weg wichtig. Auch wenn der Vater nicht verstorben ist, kann es sein, dass sich die Mutter allein gefühlt hat durch die Abwesenheit deines Vaters und sie hat dich als Partner Ersatz missbraucht, sagen wir es mal so. Und nun öffnest du dich wieder, mit Menschen in Verbindung zu gehen, weil du genau dieses alte Muster, das ich gerade erklärt habe, nicht mehr anwendest auf deine Verbindungen. Du musst ja nicht das wiederholen, was dir deine Eltern bzw. deine Mutter beigebracht hat. Du wirst jetzt zum Schöpfer. Und dadurch wirst du mitfühlend. Du öffnest dich wieder für andere Menschen, für deren Leid. Also du wirst nicht zum Retter, aber du spinnst hier deinen eigenen Lebensfaden und machst dich nicht mehr von anderen abhängig. Du wirst hier eben standhaft,
löst dich aus Verstrickungen und du öffnest dich, wirst weich und mitfühlend für die Welt. Vielleicht wirst du als Mutter so mitfühlender für deine Kinder, du wirst nicht mehr den Retter der Kinder spielen und ermöglichst ihnen alles. Du leidest auch nicht mit deinen Kindern, sondern du kommst ins Mitgefühl. Das hat eine ganz andere Qualität. Und du kannst mit deinen Kindern auf eine neue Verbindungsebene treten, weil du deine schöpferischen Qualitäten erkennst. Also viel Glück auf deinem Weg. Alles Liebe. Dann kommen wir zur Überschrift Nummer 2. Der heilige Augenblick. Hier verbindet sich das Weibliche und das Männliche in deinem Inneren. Das ist bei dir die Überschrift. Und wenn du auslässt und dir vom Universum helfen lässt, weil du dich von oben öffnest, ist es auch sehr gut möglich, dass du durch die Lösung von deinem Mutterthema in eine heilige Verbindung mit einem Mann oder einer Frau tretest. Ich weiß ja nicht, ob du jetzt hier als Frau oder Mann zuschaust. Es geht jedenfalls um eine heilige Verbindung, die von oben geführt ist, wo man die Kontrolle auslässt und dem Universum vertraut. Ja? Gut, schauen wir, was hier zutage tritt. Hier geht es ums Thema, dass jemand sehr unglücklich ist. Das kann ein globales Unglück sein, wie wir in letzter Zeit uns darin wiedergefunden haben. Das kann natürlich ein psychischer, seelischer Zustand sein, wo man einfach gänzlich unzufrieden ist mit dem Leben. Vielleicht hat man momentan auch Streitigkeiten mit der Mutter oder die Verbindung zur Mutter kreiert einem ständiges Unglück. Da darf ich auch selber schauen, wie ich lerne, damit umzugehen. Das werden wir auch angucken anhand der Karten. Es kann aber auch sein, dass du als Mutter mit deinen Kindern momentan überhaupt nicht mehr weißt, wie du mit ihnen umzugehen hast oder bist einfach verzweifelt. Vielleicht gibt man hier in der Familie den Kindern auch immer die Schuld. Das spüre ich hier sehr stark. Wenn du das als Mutter praktizierst oder wenn deine Mutter das mit dir praktiziert hat und dich für ihr Unglücklichsein verantwortlich gemacht hat, steig sofort aus. Es geht hier um Unschuld, zu verstehen, dass man ein Kind Gottes ist. Und wenn ich mich aus den Mustern meiner Familie löse, werde ich unschuldig. Hier spüre ich starke Schuldthemen, wo man nachher im Leben dadurch vielleicht beginnt, immer alles unter Kontrolle nehmen zu wollen. Leisten zu wollen, sonst bin ich nichts wert. Vielleicht hat man sich hier versucht, die Liebe der Eltern oder der Mutter zu kaufen. Hier geht es auch darum, nicht mehr Kind zu sein, ins Erwachsenenalter zu treten. Vielleicht bist du immer noch unglücklich, weil du dich wie ein Kind benimmst und die Muster noch nicht lösen konntest. Was es auf den Punkt bringt, ist der Geliebte. Also wenn du hier als Frau zuschaust, kann dir hier dein Partner zur Seite stehen, damit du das Thema löst. Und als Mann geht es darum, dass du vielleicht in eine Partnerschaft treten darfst und endlich deine Mutter loslässt. Vielleicht beschützt du sie auch immer noch, weil es ihr ja so schlecht geht und du fällst immer von neuem wieder herein ins kindliche Muster.
Hier geht es um Selbstliebe. Für die Männer geht es hier darum, in die Selbstliebe zu kommen, in eine Partnerschaft zu treten, die Mutter hinter sich zu lassen. Wenn es um deine aktuelle Familie geht mit Kindern, geht es darum, die Kinder nicht vorzuschieben und endlich Partner in deiner Beziehung zu deiner Partnerin zu kommen. Sehr, sehr wichtig. Dann kann hier Heilung geschehen. Und für die Frauen ist es auch der männliche Teil, der den weiblichen beschützt, damit die weibliche Intuition nach außen treten kann. Und der männliche Teil im Inneren den weiblichen beschützt, wie wir es Anfang hier gesagt haben, damit sich der weibliche Teil ausdrücken kann. Das kann natürlich auch im Mann vorkommen, wenn du hier männlicher Zuschauer bist. Und hier geht es darum, eine Krankheit hinter sich zu lassen. Hier kann es sehr stark um Depressionen gehen. Vielleicht erlöst man dadurch eine Depression, indem man wieder in eine Partnerschaft tritt. Vielleicht ist man hier auch träge geworden. Ja? Dann schauen wir mal die inneren Persönlichkeiten von den Symbolonkarten an, die dieses Deck begleiten. Ja, hier geht es sehr stark um die Intuition. Hier haben wir die Hohepriesterin. Hier läuft man Gefahr, unglücklich zu sein, krank zu werden, träge zu werden. Also ich spüre hier keine körperliche Krankheit, sondern vielmehr ein seelisches Befinden. Das heilt, wenn du zu deiner Intuition wieder Zugang hast. Das hast du am besten, wenn sich der männliche, weibliche Teil wieder vereint, wenn du die Kontrolle auslässt und deiner inneren Stimme folgst. Du hörst nicht auf deine innere Stimme, egal ob du hier als Mann oder Frau zuschaust. Auf dem Weg geht es eben durch die Depression zu gehen, wie ich es erwähnt habe. Das kann hier eben ein Mutterthema sein, das man übernommen hat. Vielleicht ist die Mutter depressiv und das Kind macht es nach, weil man der Mutter helfen will. Damit ist niemandem geholfen. Hier ist es zwar wichtig, die Gefühle anzuschauen und nicht von den Gefühlen zu flüchten. Das schafft man hier sowieso nicht. Hier ist man außer Gefecht, wenn man das macht. Hier geht es nur darum, den Gefühlen einen Platz zu geben und nicht im Loch zu verweilen, sondern sich dann wieder aufzumachen und weiterzugehen. Das muss ja kein Dauerzustand sein. Das hängt von mir ab, auch ob ich göttliche Hilfe annehme. Und hier kriege ich göttliche Hilfe, wenn ich anfange, auf meine innere Stimme zu hören. Die Erlösung dieser Situation ist, dass ich einfach verstehe, dass ich mich an falsche Bilder gehaftet habe, die vielleicht meine Mutter schon gelebt hat und jetzt habe ich sie übernommen. Hier bin ich in Stagnation geraten und diese Erkenntnis bringt mich wieder in die Freiheit. Der Schütze und der Jupiter bringen mich hier wieder ins Glück. Also hier komme ich in die Erlösung, wenn ich mir meine Themen anschaue. Gut, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Legung helfen. Ansonsten kannst du mich gerne per E-Mail kontaktieren, wenn du weitere Fragen haben solltest. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Dann schauen wir hier zur letzten Überschrift, die den Würfel gewählt haben. Die letzte Überschrift ist die 37. Das ist der Engel, der uns zu unserem wahren Zuhause begleitet. Vielleicht habt ihr euch mit der Frage lange schon rumgeschlagen. Und natürlich sind es häufig Mutterthemen. Wenn ich mich in meinem Zuhause nicht wohlfühle, wenn ich mich in mich selbst nicht wohlfühle, vielleicht hat sie mich nicht so geliebt, wie ich es mir gewünscht habe.
Gut. Dann schauen wir jetzt mit den Karten im kleinen Kreuz, was hier angeschaut werden will. Hier geht es um ein Geschenk. Ein Geschenk kann sein, dass du dich deinen Menschen zuwendest und sie bereicherst oder du bekommst Geschenke. Hier darf auch die Haltung beobachtet werden. Kann ich Geschenke überhaupt annehmen? Was mache ich, wenn ich ein Geschenk bekomme? Sage ich Danke und nehme eine dankbare Haltung ein oder sage, nein, das wäre doch nicht nötig gewesen? Beobachtet euch mal, wie ihr damit umgeht, wenn ihr ein Geschenk bekommt. Ob ihr das annehmen könnt in Freude oder ob ihr da Hemmungen habt. Schaut auch, ob ihr euch als Geschenk für diese Welt seht und wie ihr die Welt beschenken könnt. Oder ob ihr mit euren Fähigkeiten überhaupt nicht in die Welt tretet, weil ihr blockiert seid durch das Mutterthema. Hier kann jemand nicht loslassen oder hat Angst loszulassen. Hier darf man sich bewusst werden, wenn ich im Leben etwas verliere, dass es nicht mehr in mein Leben gehört. Hier kann man mit Verlust nicht umgehen. Vielleicht sind das eben so große Ängste, dass man sich stark im Materiellen festhält. Und das Zuhause, das wahre Zuhause verliert. Vielleicht hat man hier auch Angst, Besitztum zu verlieren. Das spürt ihr selber, wenn ihr diesen Stapel gewählt habt. Es geht um einen Dieb. Vielleicht habt ihr ständig Angst, beklaut zu werden. Vielleicht war es eure Mutter, die euch viel Energie abgeknüpft hat, zu der ihr eine ungesunde Verbindung habt und jetzt darf das gelöst werden, weil ihr euch als Geschenk anfangt zu sehen. Und wenn ihr euch als Geschenk seht, habt ihr das Konzept des Reichtums, des inneren Reichtums, der Fülle verstanden und ihr seid dann überall zu Hause auf der Welt. Das Leben führt euch dahin, wo es euch gerade braucht. Dann braucht man nicht Angst haben, loszulassen, alles unter Kontrolle zu haben, weil ihr euch dadurch selber sehr viel an Energie stehlt. Vielleicht habt ihr genau dieses Muster von eurer Mutter übernommen. Und das führt wohin? Ja, zur Geliebten, in die Selbstliebe, in die Partnerschaft. Wenn du eine Frau bist, wird dein weiblicher Teil immer stärker. Du wirst zur Partnerin. Als Singlefrau gehst du in eine Partnerschaft. Und wenn du in einer bestehenden Partnerschaft bist, wird es auf ein neues Level angehoben. Als Mann wirst du eine Partnerin finden oder zu deiner Partnerin neuen Zugang bekommen. Schauen wir uns die inneren Personen an. Hier hält jemand am Materiellen fest. Hier hat jemand Angst, in Verlust zu gehen. Hier baut man sich Sicherheitsmauern auf um jeden Preis, weil man Angst hat, dass jemandem etwas gestohlen wird. Vielleicht war deine Mutter sehr besitzergreifend. Vielleicht hat sie dir keinen Freiraum gestattet. Vielleicht gibt es in deiner Ursprungsfamilie so starke Verstrickungen, die mit Sicherheitsdenken einhergehen, dass du jegliche Beweglichkeit verloren hast. Ja? Hier geht es darum, Verlustängste auszulassen und Sicherheiten sich nicht um jeden Preis zu erkaufen. Dann kommt man zu Hause an. Hier ist auch der Himmel. Unser Zuhause, die geistige Welt. Vielleicht eröffnet euch das ein neues Licht, wenn ihr euch nicht mehr durch eure Mutter identifiziert und als Frau zur Geliebten werdet oder als Mann den weiblichen Teil in euer Leben neu einfließen lässt, sei es in der Partnerschaft, aber auch in der Familie. Auf dem Weg geht es darum,
das Männliche und Weibliche wieder in Einklang zu bringen, in neue Sexualität einzusteigen, sich trauen, die zu leben und aufeinander zuzugehen. Hier schaut man sich ins Gesicht. Vielleicht wart ihr von eurer Mutter auch fremd besetzt. Vielleicht hat sie euch eine Rolle übergestülpt, die nicht mehr zu euch passt und ihr habt das jetzt verstanden und könnt in eine Beziehung treten, in Erotik treten, in Sexualität treten. Vielleicht wart ihr das sehr stark gehemmt durch die Materie oder ihr findet neuen Zugang zu Sexualität, indem ihr nicht nur das Materielle, den Körper einbezieht, sondern auch die Seele. Es ist etwas sehr Heiliges. Und das Füllhorn wird somit über euch ausgeschüttet. Also wenn ihr Angst habt, bestohlen zu werden oder zu wenig zu haben und so stark im Mangel zu sein, das hat mit eurem Mutterthema zu tun, so starke Verlustängste hegt, dann seht die Fülle, glaubt an die Fülle, kommt in eure weibliche Seite, geht neu in Verbindung und das Universum, der Himmel, wie ich es hier gesagt habe, wird sein Füllhorn über euch wieder ausschütten. Vielleicht auch neue Menschen in euer Leben schicken. Gut, ich hoffe, ich konnte dir hier einige Inspirationen liefern. Und wünsche dir viel Erfolg. Ja, ihr Lieben, hiermit schließe ich ab. Ich hoffe, ich konnte euch hilfreiche Tipps mit auf den Weg geben. Wie immer freue ich mich über jeden Like, über jedes Abo. Wenn ihr Fragen habt zu diesem Mutterthema, scheut euch nicht, mich zu kontaktieren durch eine E-Mail. In der angehängten Box unter dem Video findet ihr alle Informationen, die ihr braucht oder auch für eine persönlichere Legung, für eine Legung, die weiter ins Detail geht. Das waren ja wirklich mehr nur kurze Lichtblicke und ich wünsche euch jedenfalls viel Erfolg beim Lösen des Mutterthemas, viel Kraft für eure Familie und Ursprungsfamilie.